So Leute, willkommen zurück zu Stray. Wir sind aus Alcatraz. Alrad Cut. Ich habe keine Ahnung, wieso hieß das. Wir haben wieder unseren besten Freund zurück aus der Gefangenschaft. Und Clementine haben wir auch, die können wir jetzt wieder verstehen. Und jetzt geht's weiter. Mal, was jetzt passiert. Wir müssen irgendwie beide sicher hier raus schaffen und uns natürlich auch. Clem, was los? Sehr schön. Ah. Clem ist jetzt schon super. Wie geil das alles eigentlich designt ist, ne? Alles für Menschen halt, mehr oder weniger. Diese Wächter versperren mal wieder den Weg. Sie werden mich sofort bemerken. Vielleicht kannst du versuchen, sie in die Zellen zu locken und sie dort einzusperren. Siehst du den Typen da drüben auf dem Boden? Er wurde nur neu gebootet. Ich will mein Gedächtnis nicht verlieren. Ich habe solche Angst. Dieses Genesungszentrum hat mir sehr gut getan. Mein Geist ist klar und rein. Ich bin jetzt ein vollwertiger Bürger. Okay, das ist gar nicht so einfach, den da in die Zelle reinzulocken. Ich muss irgendwie an ihm vorbei, ohne dass er mich sieht. Thank you.
Dieser arme Kerl. Es scheint, dass die Wächter erbarmungslos sind, wenn man sich ihnen widersetzt. Genau das habe ich befürchtet. Sie haben ihn komplett ausgelöscht. Keine Gefühle mehr, kein Selbstbewusstsein, keine Erinnerung. Bitte, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Ich habe garantiert schon was übersehen. Capone. Hey, bin mich nicht in Schwierigkeiten. Ich habe nur noch 758 Jahre, dann bin ich wieder frei. Oh je. Yeah. Okay, das war's. Da kann es da drin nicht sehen. Scheiße, wenn ich den einen reinlocke, wird er... Ach du Kacke, ich muss die beide da reinlocken. Uff. Okay, versuchen wir unser Glück. Nein! Das war knapp. Puh. Ah, 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 was du da gemacht hast, haha, das war lustig. Wo ist Clem? Da ist Clem. Wo geht er jetzt hin? Gemacht, dass er den Wächter eingesperrt hat. Wir müssen uns unsere Macht zurückholen. Der. Okay, Clem, ich komme. Wie hat er den Schlüssel noch, was das Gute ist? Seid wachsam, wir sind noch nicht in Sicherheit. Ah, hier unten.
Diese Tür, sie ist der einzige Weg aus dem Gefängnis. Aber wir können sie vor dem Kontrollraum. Wir können sie von dem Kontrollraum dort drüben aus öffnen. Wir müssen aber einen Weg finden, um in den Raum zu kommen. Schauen wir uns mal um. Von hier aus. Wir haben Glück, sie haben die Schlüssel in die Schlüssel in der Tür stecken lassen. Spring auf die Leiterfläche des Lasters. Du solltest in der Lage sein, über den Zaun zu klettern und so in den gesicherten Bereich zu gelangen. Ach, Clem ist super. Ich bin so neugierig. Vor allem, wie sich die ganze Geschichte auch auflöst. Meine Theorie ist ja immer noch, dass die Menschen die Roboter sind. Nur die wissen es halt nicht mehr. Warte auf uns, Clementine! Warum? Wir werden es auf keinen Fall alle schaffen, wenn uns die Wächter auf den Pferden sind. Ich kann sie für eine Weile ablenken, aber du musst gehen. Im Manifest der Außenwächter steht, wir müssen um jeden Preis die Außenwächter erreichen. Ich habe das geschrieben. Du gehörst jetzt zu uns. Das heißt jetzt nicht, dass jeder die Außenwächter erreichen muss, aber einer von uns muss es tun. Geh jetzt. Ich behalte dich in meinem Erinnerungsspeicher, kleiner Außenwächter. Oh je. Clementine hat sich jetzt geopfert, damit wir die Außenwächter erreichen. Müssen wir nicht erst noch die Tore öffnen? Dieser Schuss sieht aus, als könnte man damit die U-Bahn starten. Wir müssen die Batterie irgendwo reinmachen, ne? Wahrscheinlich außen.
Ich habe jetzt auch nichts gefunden gehabt. Ich hatte halt gesagt, das hier, ne? Das ist ein Kabel. Wollen wir mal den Kabel im Zweifel da hinten. Ah, hier muss ich rein. Und die fährt jetzt in die Außenwelt? Clementine hätte doch auch locker mitkommen können. Oh, jetzt bin ich immer gespannt. Wahrscheinlich geht die Tür auf und überall sind Menschen. Das ist ja so abgefahren. Kontrollraum. Wer ist er denn? Hallo, wie kann ich dir helfen? Hä? Enjoy the world's safest city. Was machen die denn hier? Sei gegrüßt, Bewohner der Mauer, Stadt 99. Was? Ich bin gerade dabei, diesen Bereich zu streichen. Bitte sei vorsichtig mit der neuen, mit der noch frischen Farbe. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Okay. Sieht aber sehr gepflegt aus. Wir sind im Weltall. Ah, nee, doch nicht. Das wäre halt der absolute Burner für mich gewesen, wenn wir die ganze Zeit im Weltall gewesen wären. City sealed. I'll take the rules of confirming with the wood in heavy prison sentence. Halt Grußbewohner der Mauer, Stadt 99. Diese Tür, die an die Oberfläche führt, ist derzeit aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen verschlossen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Das sind einfach nur Roboter ohne Bewusstsein. Die haben einfach nur eine klare Aufgabe, die sie erfüllen. Nicht so wie die in der unteren Stadt, die halt schon ein Bewusstsein haben. Control Room, okay. Das wirkt hier alles sehr sauber. Ach, guck mal, da ist die Stadt. Von oben. Oh yeah. Hallo, die Stadtwache ist in deiner Sicherheit abgeriegelt. Hallo, meine derzeitige Aufgabe lautet Fenster putzen. Bitte wende dich an einem. Ja, genau. Nicht alles ist hier in Ordnung, ne? Mann, ich bin so gespannt, ey. Es ist halt genauso wie bei Horizon. Horizon hatte diese großartige Geschichte und dieses Mysterium, was in dieser Welt passiert ist. Das ist so genial gewesen. Da kann ich irgendwie nichts machen.
Der Kontrollraum ist durch eine Art Sicherheitsprotokoll verschlossen. Es besagt, dass nur Menschen den Raum betreten dürfen. Ja, super. Es sagt weiter, dass ich nicht als Mensch gelte. Hey, das ist eine Beleidigung, Sicherheitsprotokoll. Vielleicht können wir diesen Durchgang öffnen, wenn wir zusammenarbeiten. Nur Menschen. Das ist ja bitter, ey. Aber man muss halt auch sagen, die Menschen sind ja alle am Arsch. Es sind ja, also angeblich sind sie alle tot. Vielleicht ist es auch gar nicht davor. Und die Menschen haben sich alle zurückgezogen an die Oberfläche, während die Roboter halt zurückgelassen haben in ihrer eigenen Stadt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es darauf hinausläuft, das macht da fast den Eindruck. Ah, ja. Geht aber nix. Was ist ein Bug? Ah, jetzt geht es. Ich muss so schneller sein, wenn es aussieht. Ja, so einfach geht das mit der Technik. Kommst du nicht rein, mach einmal die Technik kaputt. Das ist der Kontrollraum für die gesamte Stadt. Von hier aus haben sie alles kontrolliert. Und er ist leer. Ich weiß noch, wie sehr ich sie gehasst habe. Sie hatten alles. Sauberen Lebensraum, grenzenlose Macht, Bewegungsfreiheit. Aber es hat ihnen wenig genützt. Die Plage, ich erinnere mich jetzt. Oh oh. Alle starben und sie dachten, sie stünden über allem. Sie taten nichts, um uns zu helfen. Ich sah zu, wie meine Familie starb. Ich fühlte mich hilflos. Ich konnte nichts tun, um sie zu retten. Aber dir kann ich immer noch helfen. Wir können immer noch nach draußen gehen, gemeinsam. Ich werde die Erinnerung an die Menschheit und die Menschen, die ich geliebt habe, in mir tragen. Welche Plage meint ihr denn? Meint er die Zorks? Haben die die vernichtet? Aber das fand mir doch erst später... oder, ja gut, es kann sein, dass das vorher schon passiert ist. Oh je. Das ist der Hauptcomputer. Dem Großrechner nachzuurteilen, war schon seit Jahren niemand mehr hier. Die ganze Stadt steckt in einem Abregungszyklus aus längst vergangenen Zeiten fest. Wenn wir ihn deaktivieren, sollten wir die Stadt verlassen können. Wir müssen den Rest dieser Systeme online bringen. Diese Computer enthalten die Daten, die wir brauchen. Wir müssen sie einschalten. Während du das tust, suche ich nach Passwörtern und verschlüsselten Codes, um in das System zu gelangen. Was sollen wir suchen?
krasser, dass sie eine komplette Stadt hier irgendwie in den Berg reingebaut haben. Gefahren. Aber welche Plage meint ihr? Waren das dann doch die Zogs? Aber die Zogs wurden ja erst erschaffen, als sie unten in der Stadt waren. Das sieht alles so neu aus, als wäre das erst vor kurzem alles passiert. Hör mal, was soll man nochmal suchen? Diese großen Rechneranlagen müssen eingeschaltet werden. Okay. Aber wie? Ah, Moment, man muss über die Tastatur laufen. Das ist das andere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist alles dasselbe, okay. Es hat geklappt. Gut gedacht, gut gemacht, mein Freund. Ich hab's gefunden. Ich weiß, wie man die Stadt öffnet. Irgendetwas stimmt hier nicht. Warte, vielleicht lässt sich das umgehen. Roof Control System locked. Da, das ist die Arbeitsstation, um die Stadt zu öffnen. Aber es gibt mehrere Sicherheitssysteme, die uns daran hindern, sie zu nutzen. Jetzt müssen wir das tun, was wir am besten können. Ich hacke mich in die Rechner und du machst ein paar Sachen kaputt.
Ach hier. Hier, da unten. Das System braucht mehr, als ich erwartet habe. Oh nein, wir müssen weitermachen. Scheiße, da kommen bestimmt gleich die Kavallerie an. Mach dir keine Sorgen, ich kann mich wieder aufladen, sobald wir die Arbeitsstation geöffnet haben. Ah, das stirbt doch garantiert. Wo das. Ah, da hinten ist das letzte. Jemand beobachtet uns. Wie kann ich das denn hier reparieren oder kaputt machen? Ich hab's gewusst. Ich glaube, dieser kleine Körper ist erledigt. Ist schon gut. Das wird schon wieder. Trag mich einfach zur Arbeitsstation. Wir können den Alarm ausschalten. Das war's. Wir sind in Sicherheit. Hör zu, ich habe dir etwas zu sagen. Ich wusste, dass die Energie, die zu der Aktivierung des zentralen Kontrollsystems der Stadt nötig war, immens sein würde, mehr als dieser Drohnenkörper zu verkraften mag. Aber da das Sicherheitssystem nun deaktiviert ist, kann ich die Kontrolle über das System übernehmen und die Stadt öffnen. Wenn ich das System außer Kraft setze, könnte meine Software beschädigt werden. Aber ich hatte mich dazu entschlossen, als ich mich in diesen Computer einklinkte, samt allen Konsequenzen, die das haben könnte. Es tut mir leid, dass wir die Außenwelt nicht gemeinsam sehen werden. War klar. Ich dachte, ich müsste die Erinnerung der Menschheit bewahren, um an der Vergangenheit festzuhalten. Aber ich sehe eine Zukunft in den Gefährten. Und in dir. Komm, lass mich dir das abnehmen. Du warst mein Freund, das Beste, was ich mir hätte wünschen können. Ich danke dir. Oh je. Nein. B12. Oh.
Aber für die Katze ist es halt eigentlich uninteressant, ne? Aber ist es mir immer noch nicht, was draußen passiert ist? Weshalb sie in den Untergrund gegangen sind? Oh Mann, die Zugs dürfen eigentlich nicht rauskommen. Ah, die sind gegen UV-Licht. Ja, ja, genau, stimmt. Die werden jetzt automatisch vernichtet. Weil die gegen das UV-Licht nicht immun sind. Oh, Momo! Nicht einfach da liegen lassen. Ich würde gerne wissen, was draußen passiert ist. Die Roboter sind auch alle weg. Zum Fahrstuhl, der uns nach oben bringt, oder? Ja, hier ist der Fahrstuhl. Wahrscheinlich erfahren wir das gar nicht, was letztendlich tatsächlich passiert ist. Wahrscheinlich hätte ich dafür mehr Erinnerungen sammeln müssen. Kommen wahrscheinlich die anderen, oder? Augenöffner. Nein! Leute, ihr könnt mich doch nicht damit sitzen lassen! Was für eine Plage! Ja, wahrscheinlich. Also irgendeine Plage, ja, das ist ja... Das sagt mir ja gar nichts. Oh, ist das unbefriedigend. Da muss man, glaube ich, alle Erinnerungen finden für ihn. Aber da war irgendwas an der Seite, ne? Da ist die Elektronik angegangen. Maybe? Zweiter Teil? Oh, das ist ein unbefriedigendes Ende. Oh Mann, ey. Warum? Also, wir wissen halt, dass eine Plage über... Es war auf gar keinen Fall die Zugs. Die Zugs sind es entstanden.
nachdem sie unten waren, die Menschen, weil sie halt ein Müllproblem hatten. Und dann sind sie halt alle verschwunden. Also als sie unten waren, sind sie schon alle verschwunden. Also meine Idee war halt gewesen, dass sie sich halt transferiert haben, so wie der Roboter das gemacht hat. Es sind ja über 100 Jahre vergangen. Ich glaube, das sind halt die Menschen, die Roboter. Oh, Cats. Babu, Ivy, Rip, oh Kacke, Docs, Pops oder. Ah, okay, das sind. Das ist aus dem Annual Asset Store. Ja, was kann man sagen? Es ist ein großartiges Spiel. Es ist ein großartiges Spiel. Ein Spiel, was wirklich voller Details steckt. Ich fand das Ende jetzt ein bisschen unbefriedigend, aber wahrscheinlich auch, weil ich die Erinnerungen nicht alle gefunden habe. Aber ein tolles Spiel. Ein wirklich großartiges Spiel. Aber warum sind die Menschen jetzt alle verreckt? Ich hätte gedacht, dass sie eventuell ihre Schöpfungen, die Roboter oder die Maschinen, die KI, wie auch immer, zurückgelassen haben und selber wieder an die Oberfläche gegangen sind. Wir haben halt nicht erfahren, warum sie gestorben sind, alle, ne? Muss irgendwas an der Oberfläche passiert sein, was sie dazu gezwungen hat, nach unten zu gehen. Vielleicht irgendeine Naturkatastrophe? Könnte man, vielleicht habt ihr das ja auch gespielt, könnte man in die Kommentare schreiben, ob ihr alles gefunden habt, um die Geschichte. Ich werde mir das, glaube ich, jetzt mal noch irgendwie anschauen. Also ich glaube, es ist zwingend notwendig, dass man alle Erinnerungen findet, um zu verstehen, was passiert ist. Ich habe, glaube ich, nur 60% gefunden. Also ich habe vieles nicht gefunden. Aber war trotzdem ein cooles Spiel. Wunderhübsch, das Spiel. Sehr gepolished, kaum Bugs, keine Abstürze. Sehr clean und schön Design, schönes Art Design. Gameplay-technisch jetzt nicht überragend gut, aber es lebt von der Atmosphäre. Die Atmosphäre war richtig, richtig cool. Und die Welt war einfach schön designt. Und die Geschichte ist auch cool. Aber das Gameplay war jetzt nicht überragend. Da kannst du auch nicht so viel machen, wenn du eine Katze spielst, logischerweise. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich habe echt mal einen Spaß gehabt mit dem Spiel. Cooles Ding. Ich hoffe auf den zweiten Teil, weil ich habe mehr von dieser Geschichte will. Das ist halt auch das, was ich bei Horizon gesagt habe. Horizon Zero Dawn war so ein unfassbar gutes Spiel, was die Geschichte angeht. Gameplay hat es ein paar Macken gehabt, aber die Geschichte, was passiert ist in dieser Welt und was die Nachkommen gemacht haben in Horizon, war halt sehr, sehr cool. Ich hoffe immer noch, dass der zweite Teil, ich habe mich bis jetzt noch nicht spoilern lassen. Ich habe hier und da ein paar Videos gesehen, aber es waren nicht so spoilertechnisch große Sachen, sondern ich wollte einfach mal gucken, wie ist das Gameplay-Gefühl von dem Spiel. Vielleicht kommt irgendwann mal Horizon Forbidden West auch für den PC. Ich würde es mir wünschen. Großartiges Spiel. Ich habe gehört, die Geschichte ist nicht lang so gut wie der erste, aber trotzdem ein schönes Spiel. Ich hätte auf jeden Fall Bock auf Horizon, muss ich sagen. Schauen wir mal, oder? Vielleicht kommt das ja nochmal.
Ich bin jetzt auf jeden Fall weg. Danke fürs Einschalten, Leute. Wir werden jetzt diese Woche dann erstmal nichts mehr haben. Ich werde dann im Urlaub auf jeden Fall ein neues Projekt anfangen, was jetzt schon ein bisschen auf mich wartet. Es gibt so ein paar Spiele, die ich jetzt noch spielen wollen würde. Also nicht mehr allzu viel dieses Jahr, weil es gibt noch zwei Dinge, die ich an der Pipeline habe, die ich auf jeden Fall noch mal gerne mir anschauen wollen würde. Die ich dann auch spielen wollen würde. Das eine habe ich ganz krass schon in meinen Kopf hineingebrannt. Aber das andere habe ich schon mir vergessen, muss ich zugeben. Muss ich mal gucken, was es war. Es sind auch wieder zwei Story-lastige Spiele. Mehr Story als oder sehr konsequent auf Geschichte getrimmt. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Das sind wahrscheinlich zwei Spiele, die ihr nicht so wirklich kennt. Die kamen auch dieses Jahr raus. Erst vor ein paar Monaten. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle von Stray. Ich kann euch dieses Spiel nur empfehlen. Großartiges Spiel. Wenn man Wert auf coole, atmosphärische Welt und Geschichte legt, sollte man es spielen. Man sollte es nicht wegen dem Gameplay spielen. Das kann man an dieser Stelle auf jeden Fall mal sagen. Okay, Leute. Also, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.